Annette Mechtel spricht jetzt über eine Gruppe, die in einer ähnlichen Zeit aktiv war, von der du auch erzählt hast, oder wo du deine Überlegungen situiert hast, von Botschaft e.V., die in Berlin tätig war. Annette Mechtel schreibt gegenwärtig gerade ihre Dissertation zu dem Thema. Ich rede einfach, bis das hier, bis das hier klappt. Kann ich beliebig erweitern. Schreibt ihre Dissertation zu dem Thema unter dem Titel «Das temporäre politisch Denken, eine Revision Raumproduktion im Nachwende Berlin am Beispiel von Botschaft e.V.» und wird uns da auch ein bisschen zum einen durch die Geschichte dieses Kollektivs oder dieser Gruppe führen, zum anderen aber sehr fest auch thematisieren, welche Probleme man hat, wenn man diese Geschichte dieser Gruppe besprechen oder schreiben will oder aufgreifen will, vielleicht muss man so sagen, nicht schreiben will. Annette Mechtel lebt und arbeitet als Kuratorin, Kunst- und Kulturwissenschaftlerin in Berlin und sehr gut gefallen hat mir die Beschreibung, dass Berlin auch eines deiner zentralen Forschungsthemen und Schwerpunkte ist. Und da ist ja Botschaft TV in der Tat vor der Haustür war. Du warst aber selbst auch, eben wenn es darum geht, jetzt diesen großen Kontext, den wir aufgemacht haben, soziale Praxis nochmal ins Spiel zu bringen. Du warst selber auch tätig bei dem Kollektiv Haben oder bei der Gruppe Haben und Brauchen, was ein Zusammenschluss war von Berliner Kunst- und Kulturakteurinnen, die auf diese Veränderungen, die existiert hat, ja, 2011 bis 2015, die reagiert hat als Zusammenschluss auf die Veränderungen in der Situation Berlin, der städtischen, also der Veränderung in dieser städtischen Situation Berlin, und da im Spezifischen darauf geschaut hat, was diese Veränderungen für Konsequenzen haben für Leute, die Kunst oder Kultur produzieren. Also erstmal vielen Dank für die Einladung zu dem Symposium. Meine Perspektive auf das Thema der selbstorganisierten Räume ist eine historische, denn ich will über meine kunstwissenschaftliche Forschung zu selbstorganisierten Räumen im Nachwende-Berlin am Beispiel von Botschaft e.V. sprechen. Botschaft e.V. war eine interdisziplinäre Gruppe aus etwa 15 Leuten als Verein eingetragen, die 90 bis 96 in Berlin mehrere Räume und Projekte betrieben haben. Es wird aber nicht so sein, dass ich jetzt über die Gruppe spreche, sondern ich werde über meine Schwierigkeiten sprechen, über sie zu sprechen, weil die Gruppe sich nicht so leicht festlegen, schon gar nicht kategorisieren oder repräsentieren lässt. Und ich greife damit auch einige Aspekte der vorherigen Beiträge auf. Ich will somit von hinten anfangen, also von der Frage aus, was ist heute von Botschaft e.V. als Wissen vorhanden? Um darüber zu sprechen, was die Gruppe Anfang der 90er Jahre auszeichnete und was das für Räume waren, die sie herstellten. Dazu lassen sich aus heutiger Sicht drei Aspekte vor allen Dingen feststellen. Also zum einen, dass Botschaft und auch andere Gruppen in den frühen 90er Jahren keine große Mühe betrieben haben, die eigene Geschichte zu dokumentieren und zu archivieren. Ich musste für die Recherchen meiner Arbeit buchstäblich in den Keller vieler privaten Keller vor allen Dingen die Materialien da rausholen. Und obwohl die Aktivitäten über 25 Jahre her sind, gibt es 2017 noch immer keine umfassende retrospektive Publikation, die Einblick in die Praxis von Botschaft e.V. geben würde, obwohl die Gruppe über Berlin hinaus wahrgenommen wurde und für viele ein wichtiger Knotenpunkt auch für die Entwicklung von selbstorganisierten Räumen in Berlin war. Ja, also Jochen hat es ja auch schon erwähnt, dass das Material, was man dann findet, also sehr vergilbt, die Disketten sind nicht mehr lesbar, die Faxe sind vergilbt, das Papier brüchig. Also das ist auch was, was meine Archivarbeit ziemlich genau darstellt oder beschreibt. Ich habe im Rahmen dann von Interviews, die ich für meine Forschungsarbeit mit den einzelnen Gruppenmitgliedern geführt habe, dann allerdings festgestellt, dass die Aussagen in sich sehr widersprüchlich sind und es gibt keine einheitliche Erzählung. Es lassen sich dafür mehrere Beispiele anführen, aber das Eindrücklichste fand ich, das eine Mal wurde erzählt, dass die Gruppe zur Documenta 10 unter Katrin David 1997 eingeladen worden ist und dann heroisch abgesagt hat.
Das andere Mal gab es keine Einladung und die dritte Variante war, dass die Gruppe als Botschaft e.V. absagte, aber Einzelne dann doch bei der Documenta im Rahmen von Hybrid Workspace teilnahmen. Das war auch ganz interessant. Ich bin dann... Ich versuchte das im Documenta-Archiv dann zu recherchieren und das Documenta-Archiv der 10. Documenta, damals wurde vor allen Dingen per Fax kommuniziert, ist quasi verblichen. Also die Faxe sind ausgelöscht. So ist es also bis heute also auch nicht zu dokumentieren, was nun da wirklich war. Die Recherche ergab, dass es keine Veröffentlichungen über Botschaft, jedoch einige von der Gruppe damals selbst hergestellte Materialien gibt. Also ein bisschen ähnlich wie auch dieses Buch von Jochen Copyshop, das ja 1992 herauskam oder 1993 herauskam. So gab es auch das eine oder andere, was die Gruppe damals produziert hat. Hauptsächlich eigentlich, um dies auch den Kuratorinnen und Autorinnen damals nicht zu überlassen. Hier möchte ich jetzt eigentlich mein Vorgehen ansetzen. Ich will aufzeigen, wie das Fehlen von griffigen Repräsentationsmaterialien mit einer ganz bestimmten sozialen Praxis zusammenhängt und wie diese Praxis eine bestimmte Qualität von Raum produziert hat. Der Titel, den ich deswegen gewählt habe, lautet Projekte Raum, Auflösung von innen. Der Titel macht zwei Dinge deutlich, über die ich im Folgenden sprechen möchte. Das E verweist darauf, dass es sich bei Botschaft nie um ein in sich geschlossenes Projekt oder eine lineare Abfolge von einem nach dem anderen Projekt ging. Ein Projekt im Sinne von Botschaft bestand immer aus mehreren unterschiedlichen sozialen Konstellationen und durchaus auch in sich widersprüchlichen Ansätzen, die in einem Raum gleichzeitig verhandelt wurden. Und ich werde das gleich dann an einem Beispiel auch erläutern. Das zweite ist Auflösung von innen, der zweite Teil des Titels, Auflösung von innen, geht also von einem Raum aus, der, weil er vielgestaltig und in sich widersprüchlich ist, nicht dauerhaft sein kann, sondern von Instabilität gekennzeichnet ist. Was das wiederum für die Anerkennung selbstorganisierter Räume und den heutigen Diskurs zu Projekträumen bedeutet, möchte ich im Anschluss dann darüber sprechen. Also meine These verbindet diese beiden Punkte und ich will behaupten, dass das Fehlen einer Repräsentation Teil einer sozialen Praxis ist, die nicht darauf aus ist, Raum zu stabilisieren, sondern widersprüchlich offen und mit dem französischen Raumtheoretiker Henri Lefebvre gesprochen, differenziell zu gestalten ist. Daraus folgt aber konsequenterweise, dass dieser Raum nur für eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden kann und sich auflösen muss, bevor er sich institutionalisiert, damit zuschreibt, statt offen hält. Wenn man über Botschaft e.V. und also 90 bis 96 diesen Zeitraum spricht, ist es also nochmal wichtig, jetzt auch den Kontext genauer zu erläutern. Also zum einen möchte ich noch mal kurz was zu der Gruppe sagen. Also wie schon erwähnt, war Botschaft e.V. kein einheitliches Kollektiv, sondern bestand aus etwa 15 Personen im Alter von Mitte bis Ende 20, die teils ihr Studium abgeschlossen oder abgebrochen hatten und die bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich aus West-Berlin bzw. Westdeutschland kamen und aus unterschiedlichen inhaltlichen Feldern. Also das war zum einen war das die Kunsthochschule und die damaligen Hochschulstreiks mit den Forderungen nach interdisziplinärem Projektarbeiten. Dann aber auch schon der Bereich Internet und Programmierung, Film- und Videoproduktion. Es gab einen, der von der Hardrock-Band Fleischmann, die aus eben Ost- und West-Musikern sich zusammensetzte, kam. Und es gab auch einige aus der Gruppe, die eine handwerkliche Praxis mit Ausbildung als Schweißer und Elektriker mit einbrachten. Und die Gruppe fand sich eigentlich über die Verfügbarkeit der Räume, und das war vorhin eigentlich ganz gut beschrieben, es ging einfach darum, wir wollen was machen. Zugleich war es dann so, also die Gruppe besetzte im Mai
1990 den ersten Raum, also besetzen in Anführungszeichen, weil im Mai, das ist wichtig, also Mai 1990, die Wiedervereinigung war im November 1990, das heißt, das war eigentlich in der Phase, in der die DDR im Umbruch war, sich ein System also sozusagen komplett in Auflösung war und aus dem Grund es auch eigentlich also mit keinerlei strafrechtlichen Verfolgung eigentlich in dieser Zeit verbunden war, wenn man Räume besetzte. Die vierte Etage im ehemaligen WMF-Haus, also WMF, das war das ehemalige Geschäftshaus der württembergischen, ach so, jetzt habe ich das hier ganz übergangen, also hier sieht man auch nochmal, aus was für Bereichen die Gruppe sich so zusammengefunden hat. Das ist keinesfalls ein Diagramm, was auf Vollständigkeit beruht, sondern je länger man sich damit beschäftigt, desto mehr kommt da eigentlich immer dazu. Auf jeden Fall hat die Gruppe dieses Haus, die vierte Etage erstmal dieses Hauses besetzt und war dort etwa ein Jahr aktiv. Das ist auch ganz interessant, dieses Bildmaterial habe ich, dieses Bildmaterial ist entstanden dadurch, dass es damals sehr viele Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gab und damals eben auch Fotografen losgeschickt wurden, um die Stadt zu dokumentieren. Deshalb gibt es eigentlich sehr gutes Bildmaterial dazu. Als die Eigentümer das Haus, also das heißt, das ist auch wichtig, dieses Haus an der Leipziger Straße ist in unmittelbarer Nähe zum Potsdamer Platz und war natürlich sozusagen für die Eigentümer dann doch auch interessant, ist die Gruppe also kampflos eigentlich ausgezogen und in einen anderen Raum umgezogen, für den sie dann einen zeitlich befristeten Mietvertrag abgeschlossen haben, um verlässlichere Strukturen entwickeln zu können. Also das ist nochmal wichtig, diese historische Situation der ersten Hälfte der 90er Jahre in Berlin, denn viel, also sehr zentral eben war vor allen Dingen die Wiedervereinigung und damit eben verbunden das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen. Das hört sich jetzt sehr, sehr formal an, ist aber ziemlich zentral, weil dadurch wurde ermöglicht, Enteignungen vor 1995, aber auch während der DDR zu restituieren, das heißt auch nicht zu entschädigen, sondern tatsächlich die Liegenschaften zurückzugeben. Und das dauerte eben bis ungefähr 1996. In dieser Zeit waren über 50% der Eigentumsverhältnisse im Ostteil der Stadt durch offene Restitutionsprozesse ungeklärt. Die Freiräume für Gruppen wie Botschaft e.V. oder eben auch viele andere waren somit das Ergebnis einer systembedingten Transformation im Ostteil der Stadt. Bedingt durch die historische Situation der Nachwende ergab sich ein Übermaß an physischem Raum, was die materielle Grundlage eben für eine spezifische Praxis von Botschaft im Umgang mit Raum auch bildete. Sowohl im ehemaligen WMF-Haus als später auch in diesem ehemaligen Friseur war das Raumangebot enorm. Botschaft e.V. hatte hier 10 Räume auf einer Fläche von 380 Quadratmeter, um nur mal eine Zahl zu nennen. Dieses Übermaß an Räumen führte dazu, dass die Gruppe gleichzeitig Ausstellungen, Seminare, Diskussionsveranstaltungen, Bar, Club und Party veranstalten konnte. Diese räumliche Situation ermöglichte nicht ein Nacheinander verschiedener Nutzungen, sondern das Nebeneinander. Zeitgleich konnten Ausstellungen, Diskussionsveranstaltungen, Workshops und oder auch Musikveranstaltungen mit Bar organisiert werden. Ich will diese soziale Praxis an einem Beispiel, einem Ausstellungsprojekt mit dem Titel Dromomania, das die Gruppe im November 1990 zu den Stadtplanungsdiskursen um die Bebauung des also direkt sozusagen in Nähe dieses Hauses eben gelegenen Potsdamer Platzes organisierte. Dazu muss man auch sagen, dass dieses Haus zu DDR-Zeiten abgerissen werden sollte und 1990
Also im November 1990, als diese Ausstellung stattfand, war das noch nicht klar, ob diese Abrisspläne aufgegeben werden. Also die Leipziger Straße sollte verbreitert werden. Also heute kann man das auch sehr gut sehen, dass die Leipziger Straße eigentlich bis zu diesem Haus viel breiter ist und dann ab da eigentlich schmaler wird. Auf jeden Fall gab es also in mehrfacher Weise, also war das Haus eigentlich auch selbst Thema. Einerseits, aber daran ließen sich viele andere Themen eben auffächern. Das vielleicht Entscheidende war, dass Botschaft, also eine Ausstellung organisiert hatte, aber nicht Ausstellung, wie man es vielleicht so als politische Ausstellung sich vorstellen würde. Denn es ging jetzt nicht darum, dass Botschaft eine Position vorstellte oder eine Lösung hinsichtlich der städtebaulichen Fragen präsentierte, sondern viele verschiedene Ansätze und Positionen aufzeigte. Also hier im Programm, ganz interessant, gibt es ein offenes Gespräch und bei diesem Gespräch sind einerseits, also es waren durchaus kontroverse Projekte und auch Positionen, die nebeneinander gezeigt wurden. Aus heutiger Sicht, also ganz überraschend eben, dass es da einerseits eine Gruppe 9, das sind die Befürworter eigentlich der historischen Rekonstruktion und der heutigen Schlossbefürworter eingeladen waren, neben dann auch den anderen, die sich eben eher für das Offenhalten dieses damals noch unbebauten Potsdamer Platzes eigentlich aussprachen. Und es ist auch nicht Ausstellung in dem Sinne, dass Ergebnisse nur ausgestellt wurden, sondern es wurde eigentlich viel diskutiert. Und was ich hier an diesem Grundriss eigentlich sehr gut zeigen kann, also die Ausstellungszeit diente den verschiedenen Positionen und Gruppierungen. Da waren also zum einen Aktivisten, aber es waren eben auch Architekten oder es waren Städteplaner und verschiedene Gruppen, die dann innerhalb dieser Etage, die bot sich dafür sehr gut an, wie man hier sehen kann, jeweils, also im wahrsten Sinne des Wortes, Raum bekam. Und durch diese Türen, das war auch so in dem Grundriss angelegt, also auch so sich miteinander gleichzeitig auch verbunden haben. Also die Projekte behielten ihren physischen, aber auch sozialen und diskursiven Raum und wurden zugleich aber miteinander verbunden. Drumomania war somit strukturell als ein Ausstellungsraum angelegt, in dem sich unterschiedliche Wissensbestände und Erfahrungen kreuzen und vernetzen konnten und in Austausch miteinander gebracht wurden. Deutlich wird, dass die Räume als offene Struktur verstanden wurden, in denen Botschaft selbst genauso wie Gäste arbeiten konnten. Und Differenzen sollten dabei nicht eingeebnet, sondern nebeneinander existieren können. Raum entstand insofern als eine Überlagerung und Vernetzung von mehreren sozialen Räumen mit Anschlüssen zu den Hausbesetzungsaktivisten, zum Diskurs um Stadtentwicklung, den Hochschulstreiks, dem aufkommenden Netzaktivismus, also das ist etwas später, muss man sagen, Netzaktivismus und auch Kunst. Das ist auch ganz zentral. Also diese hatte ich ja ein bisschen beschrieben, aus welchen Bereichen die Gruppenmitglieder kamen. Das war auf keinen Fall von Anfang an als ein Kunstraum angelegt. Botschaft e.V. produzierte nicht einen Raum, in dem Verschiedenes stattfand, denn die Projekte entwickelten sich über den physischen Raum hinaus, hin zu immer wieder neuen Gruppen, Räumen und Projekten. Beispielsweise folgte, das kann man hier ganz gut sehen, also aus diesem WMF-Haus gründete sich dann der relativ bekannte WMF-Club, ein durchaus kommerzieller Techno-Club. Der war in dem Haus und auf der vierten Etage arbeitete Botschaft auch weiter. Also aus diesen, es entwickelte sich sozusagen aus den Konstellationen immer wieder weiteres und also die Skizze ist auch, wie gesagt, nicht abgeschlossen, weil die Recherchen immer wieder auch neue Aspekte da eigentlich mit einfügen. Genau, also an dieser Stelle möchte ich kurz die Denkfigur des differenziellen Raums nochmal erläutern, mit dem Lefebvre einen Raum bezeichnet,
in dem unterschiedliche Dinge zueinander finden und nicht länger getrennt existieren, und zwar vermöge ihre Unterschiedlichkeit. Darin formuliert er Kritik am kapitalistischen System und der Eliminierung von Differenzen, denn der Kapitalismus ebne alle Unterschiede ein, woraus ein homogener Raum entstehe. Der differenzielle Raum, auch übersetzt als Raum der Gegensätze, ist deswegen als Gegenmodell zu einem homogenen Raum zu verstehen, da in ihm Widersprüche nicht geglättet, sondern nebeneinander existieren können, allerdings in Beziehung zueinander stehen und auch nicht konfliktfrei sind. Aber aus den Konflikten eigentlich dieser differenzielle Raum auch erst entsteht. Ein differenzieller Raum kann deshalb auch nicht einheitlich repräsentiert werden, da er immer vielschichtig und vielstimmig ist. Soziale Prozesse in diesem Sinne führen nicht zu einer konsistenten Repräsentation und hinterlassen stattdessen Lücken und Widersprüche in der Repräsentation. Lefebvre sieht darin eine Qualität und ein gesellschaftliches Ziel von Urbanität und letztendlich auch Demokratie. Mit dieser Haltung, also Raum nicht zu vereinheitlichen, sondern widersprüchlich, offen und differenziell zu gestalten, gehen auch bestimmte Praktiken im Umgang mit der Repräsentation dieser Räume einher. Diese lassen sich an den Schwierigkeiten heute sehr gut rekonstruieren und ich möchte einige Beispiele dieser Praktiken vorstellen. Oh, das war jetzt ganz anders. Also wie schon erwähnt, überließ die Gruppe ihre Repräsentation nicht Autorinnen oder Theoretikerinnen, sondern sie produzierte hier im Rahmen einer Ausstellung, an der auch, ich glaube, Bürobert auch beteiligt war, und zwar, das war die Ausstellung Kollektive Projekte, 1993. In diesem Rahmen hat die Gruppe diese Zeitung produziert. Und also sie benötigt mit ihrem bewussten Überformat von 1,5 mal 3 Metern einen entsprechenden Tisch, um überhaupt aufgeschlagen zu werden. Und die Größe sperrt sich gegen die Standardmaße von Regalen und Arbeitsplätzen, aber auch Kopierern. Ich habe hier mal, um die mal zu sehen. 1:1 Reproduktionen sind nicht möglich. Also man kann eigentlich diese Zeitung nur in Fragmenten kopieren. Um darin zu lesen, habe ich mir das dann erlaubt, zu verkleinern, abzufotografieren und zu verkleinern. Aber tatsächlich ist es so, dass eben eigentlich es wirklich sehr unhandlich ist, heute darin zu lesen. Eine andere Strategie war in der Zeitung der Umgang mit Namen, also mit der Autorschaft. Es werden in dieser Zeitung verschiedene Projekte vorgestellt und es gibt dann immer eine Liste mit vielen Namen und auch Porträts, also so Köpfen, die man sieht. Es ist aber keinesfalls, dass diese Namen und diese Köpfe miteinander zusammengehen und auch die Namen sind eigentlich mehr oder weniger, also diese Namen haben schon was mit Botschaft zu tun, aber sie sind keinesfalls diesen Projekten einzeln zugeordnet. Ein anderes Beispiel, das mir während der Recherche aufgekommen ist, war, dass es zum Beispiel von dem Radioprogramm, das Botschaft mit Bürobert und Minimal Club zusammen bei der Ausstellung 1994 dagegen dabei veranstaltete, dass es davon eine vollständige 1:1-Dokumentation, und zwar nicht nur von dem Radioprogramm, sondern auch den Zwischenzeiten gibt. Das heißt, es sind ungefähr 30 Stunden Material auf Audiokassetten. Und es sind keinesfalls also ausgewählte Programmteile nur aufgenommen worden, sondern die komplette Aktivität. Also die Länge von 30 Stunden legt natürlich die Vermutung nahe, dass sich das nie jemand mehr anhören wird. Genau, und ein weiterer Ansatz, den fand ich auch in einem Beitrag der Gruppe, in dem von Marius Barbias 1995 herausgegebenen dieser Textsammlung im Zentrum der Peripherie,
diese kleine Publikation ist ja ziemlich zentral für die 90er Jahre. Auf jeden Fall hat Botschaft dort selbst einen Text verfasst. Aber auch da wieder eben, also dieser Text basiert auf einem Gespräch, das 9 Botschaftsmitglieder untereinander geführt haben. Aber der Text bleibt in sich widersprüchlich. Also beispielsweise wird einmal positiv von der Strategie der Verweigerung gesprochen, während im folgenden Satz die Strategie der Verweigerung als zu plakativ abgewertet wird. Also der Text gibt insofern nicht einen, sondern mehrere Standpunkte bzw. Stimmen innerhalb einer Diskussion über Motivation, Ziele und Arbeitsweisen der Gruppe wieder. Was auch ganz interessant ist, also die Projektbeschreibungen sind dann lediglich als Fußnoten an den Text, in den Text eingeflochten, um auch zu vermeiden, dass es so eine Art Chronologie der Veranstaltungen gibt, die damit sozusagen niedergeschrieben wird. Und auf diese Weise rückt eben vor allen Dingen der Dialog ins Zentrum. Der Text, finde ich, spiegelt sehr gut den Umgang mit dem Anspruch, dass die Gruppe weder durch einen Sprecher noch durch eine Historiografie der Projekte repräsentiert werden will oder kann aus heutiger Sicht. Mit der Ablehnung von einstimmiger Repräsentation vertraten Botschaft e.V. eine Haltung, die sich heute in den sozialen Bewegungen durchgesetzt hat und die von Isabel Lorey als Non-Representational bzw. New Non-Identitary Forms bezeichnet wird und damit heterogene politische Gruppierungen beschreibt, deren Identität nur als temporärer Overlap zu verstehen ist. Dabei gilt, dass das Gemeinsame immer wieder gefunden werden muss und sich somit ständig ändert. Die beschriebenen Institutionen der Bewegung zeichnen sich durch widersprüchliche Prozesse der Stabilisierung und zugleich Öffnung bzw. Durchlässigkeit aus. Diese Praktiken zeigen einen bewussten Umgang mit Repräsentation, denn es geht immer wieder darum, Raumproduktion oder eben Repräsentation dynamisch zu halten und das, was sich zu institutionalisieren beginnt, neu zu instituieren. Also dieser Unterschied ist nochmal sehr wichtig. Der ist von Stefan Nowotny und Gerald Raunig in ihrer Publikation Instituierende Praxen von 1982 sehr gut herausgearbeitet worden. Demnach in einer instituierenden Praxis geht es um eine sich neu konstituierende Macht, währenddessen die auch die Möglichkeit, Entschuldigung, ich muss jetzt mal doch mal genau lesen, in einer instituierenden Praxis, das heißt einer sich immer wieder neu konstituierenden Macht, sehen Raunig und Nowotny die Möglichkeit, sich einer Verschließung und Strukturalisierung zu entziehen. Dagegen die institutionalisierende Praxis zeichnet aus, dass es sich eben um eine spezifische Form der Institutionalisierung handelt, die Strukturen verfestigt. Insofern ist die Schwierigkeit, die von Botschaft produzierten Räume heute zu definieren, einem Feld zuzuordnen oder eindeutig zu benennen, ein konsequentes Ergebnis der Rekonstruktion dieser Praxis. Es ist einerseits das Unterlaufen von Zuordnungen und andererseits die Überfrachtung von Stimmen. In beiden Fällen geht es darum, sich einer semiotischen und politischen Repräsentation zu entziehen, eben Auflösung von innen. Ich will nun noch kurz auf den sich in Berlin etablierten Begriff des Projektraums eingehen. Selbstverwaltete Räume werden insbesondere im Kunstfeld zunehmend im deutschsprachigen Raum seit Ende der 90er Jahre als Projekträume bezeichnet. Insbesondere hat sich in Berlin die Bezeichnung Projektraum durch die Lobbyarbeit des Netzwerks freier Projekträume und Initiativen etabliert, um für die etwa 150 Räume Einheit stiften, das ist ein Zitat aus ihrer Webseite, zu wirken. Daneben hat auch der Berliner Senat zur Etablierung des Diskurses über die Projektraumpraktiken beigetragen, indem er seit 2012 den Projektraumpreis an seiner Definition zufolge selbstorganisierte interdisziplinäre künstlerische Räume verleiht. Der Senat greift damit ein Verständnis auf, dass diese Räume explizit als Teil des Kunstfeldes versteht. Der aktuelle Diskurs geht zwar von einem in sich differenziellen Feld aus, sprich es gibt Räume mit unterschiedlichen Ausrichtungen, aber er geht von einer kollektiven Einheitlichkeit der Gruppen aus und übergeht damit
dass das Aushandeln von Fragen der Repräsentation ein zentraler Teil dieser sozialen Praxis war. Im heutigen Diskurs um Projekträume gehen insofern wichtige Unterschiede zu den Praktiken von Botschaft e.V. und Potenziale des Projekte-Raums verloren. Denn während heutige Räume sich eindeutig im Kunstfeld und in Bezug zu den ästhetischen Diskursen positionieren, hat Botschaft e.V. das Kunstfeld nur als einen gesellschaftlichen Teilbereich neben anderen betrachtet und sich bewusst auch in anderen Feldern eben Kunst, auch Kunst, Clubkultur, Stadtentwicklung, aber eben auch dann dem aufkommenden Netzaktivismus verortet. Aber auch die unterschiedlichen Positionen der einzelnen Mitglieder und die verschiedenen Felder, auf die sie zurückgreifen konnten, führen zu keinem in sich kongruenten Raum. Das Entscheidende liegt mithin im feinen, aber grundlegenden Unterschied des E, also in der Potenzierung und Potentialität von Raum durch die Vielheit von Projekten. Der Verzicht, diese Projekte dauerhaft zu etablieren und einstimmig zu repräsentieren, ist dann Ausdruck einer Raumproduktion, die nur jeweils spezifisch innerhalb bestimmter sozialer Konstellationen besteht und sich immer wieder neu instituieren muss. Einen finalen Abschluss gibt es dabei nicht. Gruppen wie Botschaft e.V., so Christian Höller, hätten sich konsequent von innen her aufgelöst. Damit werden auch diejenigen Verfestigungen aufgesprengt, die als Genre, Image oder Marke wertschöpfend wären. Insofern könnte man auch sagen, dass ein Projektraum durch eine vereinheitlichende Kommunikationsstrategie sich selbst des Potenzials beraubt, ein differenzieller Raum zu sein, weil er sich selbst zu sehr vereinheitlicht. Aber ein Projektraum, da besonders konsequent ist, wo das Sprechen und das Schreiben darüber besonders schwierig ist. Vielen Dank.